Eine Schlagzeile in zahlreichen deutschen Zeitungen war heute, dass Putin in Bezug auf den Tiergartenmord in Berlin bei der gestrigen Jahrespressekonferenz eine Lüge von letzter Woche zu diesem Thema in Paris zugegeben hätte. Wir zeigen hierzu keinen eigenen Kommentar, sondern die Originalpassagen, womit sich jeder selbst ein Bild machen kann. Hier Putins entsprechende Aussage von letzter Woche in Paris. Übrigens wäre es sehr gut, wenn wir nicht nur unter solch tragischen Umständen, sondern auch zuvor zusammenarbeiten würden. Die russische Seite hat die deutschen Kollegen wiederholt nach der Auslieferung dieses Banditen, eines Mörders, gefragt. Der deutsche Außenminister Maas bestritt daraufhin ein russisches Auslieferungsersuchen. Hier Putins gesamtes gestriges Statement zum Tiergartenmord auf Frage eines Spiegeljournalisten in Moskau. Dieser fragte, ob nun Putin oder Maas recht habe. Sowohl er als auch ich haben recht, weil solche Fragen auf der Ebene der Geheimdienste mehr als einmal erörtert wurden. Es gab wirklich keine offizielle Anfrage durch die Staatsanwaltschaft, weil unsere zuständigen Behörden dies für sinnlos hielten, da wir tatsächlich eine negative Antwort erhielten. Ich erinnere mich noch einmal, was ich auf einer Pressekonferenz in Paris gesagt habe. Es war ein absolut verdammter Mörder. In nur einer der Aktionen im Kaukasus hat er 98 Menschen getötet. Verinnerlichen Sie sich diese Zahl, 98 Menschen. In vielen Ländern wurde mit viel weniger Todesfällen die Nationaltrauer ausgerufen. Er war an der Organisation von Explosionen in der Moskauer U-Bahn beteiligt. Und das ist nicht die ganze Liste seiner Gräueltaten. Wir haben dieses Problem wiederholt auf der Ebene der Geheimdienste angesprochen. Zum Thema Zusammenarbeit. Meiner Meinung nach sollten wir in diesem Bereich vor allem realisieren, dass die Zusammenarbeit im vollen Umfang und in beiden Richtungen erfolgen sollte. Jetzt erleben wir in Syrien, was sich in Lagern und Gefängnissen abspielt, in denen ISIS-Kämpfer sitzen. Zentralasiatische Einwanderer sind am häufigsten unter den Ausländern. Russland steht an zweiter Stelle, aber es gibt viele Einwanderer aus Westeuropa, einschließlich aus Frankreich, aus der Bundesrepublik Deutschland. Wir sehen, dass solche Menschen, über die Sie gerade gesprochen haben, Terroristenmörder, sich frei in den europäischen Hauptstädten bewegen können. Soweit ich weiß, wurde er mitten in Berlin getötet. Hier läuft eine solche Person frei in einer europäischen Hauptstadt herum. Und wenn die Leute, die in den Lagern sitzen, zu Ihnen kommen, wird Ihnen das gefallen? Werden Sie sie auch in Ihren Städten frei herumlaufen lassen? Um dies zu verhindern, ist es notwendig, eine gemeinsame, gegenseitig wirksame Arbeit aufzubauen. Das fordern wir. Wir hoffen, dass das so kommen wird. Das bedeutet nicht, dass es noch keine Zusammenarbeit gibt. Es gibt sie. Aber Ihr Niveau und Ihre Art ist immer noch unzureichend. Ja. Вот вы сетовали, что вам не дали вопрос задать. Вы сейчас даже не поднимаете руку. Прошу вас. Übrigens, wir haben die Amerikaner einmal von den beiden Brüdern Zadanaev gewarnt, oder wie sie auch immer hießen. Sie wurden ihnen direkt mitgeteilt. Zuerst baten sie uns, alles ihnen zu geben. Dann sagten sie, vergesst es, sie sind nicht gefährlich. Wir wurden einfach ignoriert und sie begingen einen furchtbaren Terroranschlag, während des Boston-Marathons Menschen starben. Verstehen Sie, was da passiert? Und Sie haben solche Banditen, die durch Berlin laufen. Soweit Putins Statement. Bei uns erfahrt ihr die Dinge immer direkt im Original. Etwa übermorgen bei Russland direkt interessante Hintergründe zu weiteren Aussagen bei der Jahrespressekonferenz, wie immer sonntags ausgearbeitet mit von Julia Dudnik, dieses Mal jedoch moderiert von Katharina Schulz. Klickt auf den jetzt eingeblendeten Link für Julias Sendereihe. Schaut in unserem Shop vorbei und abonniert uns für aktuelle Russland-News.